Das meiste, was so am Markt angeboten wird, sind ja Fertigprodukte von diversen Herstellern. Und die gibt es in der Rohversion, sprich man kann den Sizzler in Pulver kaufen, man kann sich den Sand kaufen und das selber zusammenmischen. Ich kann ein Fertigprodukt kaufen, wo alles schon drinnen ist, auch die Fasern. Es gibt Putze, der Grobputz hat Stroh drinnen zum Beispiel, ein Feinputz hat Hanffasern drinnen, wenn man das möchte. Es gibt Putze ohne Faser. Das ist immer eine Frage dessen, wo setze ich es ein, welchen Zweck sollen die Fasern erfüllen, nicht? Zum Beispiel Biegezugfestigkeit erhöhen, dann ist das eine Variante. Bin ich aber im Nassbereich irgendwo, wo ich das Problem habe mit altem Mauerwerk und es könnte eventuell, sagen wir so, die Mauern nicht ganz trocken werden und es könnte ein Problem mit Feuchtigkeit geben, dann setze ich solche Putze ein, die keine Fasern drin haben, weil die Faser würde wieder zu Schimmeln neigen und das wollen wir ja verhindern. Und deswegen ist es wichtig, dass man da differenziert. Ja, aber es ist eben so, wenn die Wand ständig feucht ist, dann habe ich ständig Feuchtigkeit dort, dann kann auch der Hanf zum Schimmel neigen. Und deswegen verwendet man dort Putze, die keine Fasern drinnen haben. Weil der Sand und der Lehm nicht zum Schimmel neigen grundsätzlich. Nicht? Es ist immer eher die Pflanzenfaser natürlich, die zum Schimmel neigt. Aber grundsätzlich ist es ein super Material, die Hanffaser. In den Lehm kann man eigentlich alles reinmischen, Holz, Häcksel, was immer eigentlich irgendwo gut verfügbar ist, oder sehr oft sind es eben Abfallprodukte, Stroh. Ich hatte vor kurzem jetzt gerade eine Diplomarbeit von der Sarah Riffert, die hat das untersucht, wie viel Stroh eigentlich verfügbar ist in Österreich, und in der Landwirtschaft werden maximal 10% wirklich genutzt als Einstreu. Der Rest wird eingeackert, aber eher, weil man nicht weiß, was man sonst damit machen soll. Also das sind so Produkte, die einfach ganz natürlich zur Verfügung stehen. Holzhäcksel kann man dazu geben, früher Spreu, es sind auch Äste eingebracht worden. Eigentlich alles an Materialien, was verfügbar war, an natürlichen Materialien, kann man mit Lehm gut mischen. Ja. Manche Materialien haben eine bessere Dämmwirkung. Holzmehl zum Beispiel ist auch eine gute Möglichkeit, wenn man irgendwelche Risse oder Ritzen füllen will, weil das den Lehm sehr plastisch macht und der reißt dann nicht so leicht. Also für Ausbesserungsarbeiten ist Lehm mit Holzmehl vermischt auch eine sehr gute Möglichkeit, mit der man arbeiten kann. Für feinere Arbeiten, Stuckaturen sind auch aus Lehm schon mit dieser Mischung aus Holzmehl zum Beispiel gemacht worden. Also das sind eigentlich dem Experiment kaum Grenzen gesetzt, was man dabei mischen könnte. Wir haben auch mit Holz schon Experimente gemacht. Es ist immer ein bisschen, für manche Techniken eignet sich das besser dann von der Plastizität her, wie es verarbeitbar ist. Beim Holz ist es beim Putz fast ein bisschen schwieriger, weil man den Putz oft, weil sich das nicht so leicht mit der Feuchtigkeit ansaugt und man den Putz oft wieder ein bisschen aufreißt, weil es oft recht sperrig ist. Das Stroh weicht sich schneller aus und ist biegsamer und fügt sich oft besser ein. Also das sind so eher in der Verarbeitung dann die Vor- und Nachteile, dass sich gewisse jetzt Zuschläge besser eignen. Ja, in unseren Breiten gibt es zum Beispiel verschiedene Stärkezugaben, also Maisstärke, Reisstärke und so weiter kann auch zugegeben werden. Man hat Casein zum Beispiel, gewinnt man aus Topfen. Topfen oder Eiweiß ist ein beliebtes Mittel, um das zum Beispiel in den Putz zu geben. Die klassische Methode allerdings bei uns im Weinviertel ist eher, dass man den Lehmputz dann noch einmal mit einer Kalkschicht versieht. Also Kalk ist weit verbreitet. Noch vor ungefähr bis 1900 herum hat fast jedes Gehöft eine eigene Kalkgrube gehabt und man hat an sich dann den Lehm, also eine dicke Lehmputzschicht aufgebracht, und als letzte Schicht hat man das Ganze sozusagen geweißelt, nennt man das, und dann noch eine Kalkschicht aufgebracht, die dann fast jedes Jahr wieder erneuert worden ist, und damit hat man eigentlich den Lehmbau zusätzlich geschützt. Deshalb gibt es bei uns diese Verfahren, die es bei uns gibt, um den Lehmputz resistenter zu machen, sind eher neuere Verfahren. Also das ist was, womit man jetzt mehr experimentiert, um den Lehm wirklich als Außenputz ohne Kalkanstrich verwenden zu können. Traditionell waren bei uns fast alle Lehmgehöfte mit Kalkputz versehen.
Was auch sehr charakteristisch ist, ist der Sockelbereich der Fassaden, der meistens grau ist, wenn man sich das anschaut im Weinviertel. Da hat man dann zum Beispiel Ruß oder Asche dem Kalk noch beigegeben. Das ist ein relativ fettes Material und damit wird vor allem der Sockelbereich zusätzlich dann vor Spritzwasser geschützt. Überhaupt Ruß ist eigentlich auch was, was man in vielen Regionen beobachten kann, weil das ist fast überall, wo man noch am offenen Feuer kocht, hat man Ruß zur Verfügung oder zumindest Asche zur Verfügung. Das wird dem Lehm sehr gerne beigemengt, weil es einfach so eine fette Konsistenz verursacht und dann einfach die Dichtigkeit erhöht. Verschiedene Öle, also Leinöl, Distelöl, werden sehr oft verwendet in Verbindung mit Lehm. Wenn man jetzt der letzten Putzschicht einen gewissen Anteil Öl beigibt, kann das auch die Verarbeitbarkeit, die Plastizität erhöhen und auch die wasserabweisende Wirkung. Oder Wachs, also zum Beispiel bei Lehmböden wird sehr gern Canauba-Wachs verwendet. Das ist so ein Wachs, ein extremes Hartwachs, das aus einer brasilianischen Palmenart gewonnen wird und man kann dann den ganzen Lehmboden einfach mit einer Wachsschicht überziehen und das erhöht natürlich extrem die Widerstandsfähigkeit und die Wasserbeständigkeit. Wird teilweise bei Fassaden angewandt, aber ist fast zu aufwendig, also es ist eher für Flächen, die man wirklich versiegeln möchte. Es ist auch immer eine Frage des Aufwandes, was wofür verwendet wird. Ein Boden muss natürlich trittbeständig sein, abriebbeständig, wasserbeständig. Da werden auch aufwendigere Verfahren dann angewandt, als zum Beispiel in der Fassade. Da ist es oft weniger Aufwand, die vielleicht alle paar Jahre wieder mal neu zu verputzen oder mit einer Schicht zu überziehen. Es gibt dann verschiedene Substanzen aus Palmen, aus Kakteen, die man beimengen kann. In Ghana zum Beispiel, da waren wir heuer im Sommer, da ist es diese Frucht des Johannisbeerbaumes, die gekocht wird. Da wird so entsteht ein roter Sud. Den verwendet man dann zum Beispiel, da bespritzt man den Putz damit und poliert das auch mit Steinen ein. Das wird dann so eine dunkelrote Fassade, die glänzt und ist auch weitgehend wasserbeständig. Also je nachdem, welche Materialien wirklich regional zur Verfügung stehen, gibt es da die unterschiedlichsten Methoden, den Lehm entweder eine größere Dämmwirkung zu verleihen oder eben ihn zum Beispiel gegen Wasser resistenter zu machen. Aber ich kann mal Lehmputze selber mischen. Und das machen wir immer wieder dann, wenn wir bei Projekten sind, wo es praktisch Lehm gibt. Ne? Wenn ich jetzt, sag jetzt mal im Burgenland bin oder da in der Gegend oder im Donaugebiet, da gibt es Lehm über Lehm. Das ist, der ganze Boden ist übersät mit Lehm und dann gibt es ihn 80% auf der ganzen Erde. Und dann grabe ich das Material einfach aus und mische mir das an der Baustelle an. Das heißt, ich gebe da einen Sand dazu, weil das muss ich mir aufbereiten. Das heißt, ich kann nicht einfach das ausgraben und an die Wand schmeißen, das geht nicht. Da ist meist zu viel Ton drinnen. Das ist ja der Kleber in dem Material, das Bindemittel ist der Ton. Und das muss ich rausfinden, wie viel ist das. Das heißt, ich kann es nicht einfach an die Wand schmeißen, sondern ich muss Muster anlegen und schauen, wie viel Ton ist da drinnen. Da gibt es verschiedene Methoden dazu und das magert man mit Sand. Das heißt, ich mache eine Mischung aus drei Teile Sand, ein Teil Lehm. Vier Teile Sand, ein Teil Lehm, zwei Teile Sand, ein Teil Lehm und schau, was passiert, wenn ich das wo aufbringe. Und dann sehe ich anhand von den Rissen, ist es zu fett, das heißt, wenn man von zu fettem Lehm redet, haben wir zu viel Tonanteil drin. Oder es geht dann so, dass ich zu viel Sand reingibt, dann sandelt man das Material. Das heißt, ich habe keine vollständige Klebekraft mehr in dem Material, dann sandelt man den Sand runter. Und er wird, das ist auch keine Qualität, nicht? Die eine Extremseite, wenn ich zu viel Risse kriege am Mauerwerk, das möchte ich auch keiner haben. Dass es reißt und ausschaut wie ein Spinnennetz. Oder es ist zu wenig Bindemittel drin und es sandelt man, dann hat es auch keine Qualität. Und das rauszufinden, das Optimale, die Zeit muss man sich einfach nehmen. Und dann grabe ich mir das Material da aus, mische es an der Baustelle und fertig. Tendenziell ist es halt so in Österreich vor allem, dass man eher zu Fertigprodukten greift, aus Kostengründen, weil keiner die Zeit hat, das Material selber aufzubereiten. Es will keiner die Mischungen machen. Und es ist wirklich so, dass man heute 1000 Kilo Lehmputz zu einem relativ günstigen Preis kriegt. Und mit 1000 Kilo Lehm kann ich schon ein bisschen was verarbeiten. Nicht? Wir brauchen 17 Kilo pro Quadratmeter pro Zentimeter.
an Material. Normalerweise sagt man zwischen 15 und 20 mm Putzdicke habe ich meine Eigenschaften. Sagen wir, da habe ich 90% der Eigenschaften des Lehms. Je dicker ich dann putze, desto mehr Speichermasse habe ich dann noch. Das Ausschlaggebende ist in einem Holzhaus. Aber in einem Ziegelhaus, in einem Steinhaus habe ich genug Speichermasse. Da reichen meine 15 bis 20 mm Lehmputz. Dann sagen wir, haben wir ca. 30 Kilo am Quadratmeter Lehm drinnen. Dann komme ich mit 1000 Kilo, sagen wir 35 Quadratmeter weit. Nicht? Da kann ich einen kleinen Raum schon mal rausputzen. Und deswegen, weil es praktisch auch relativ günstig ist, das Material, wenn man es als fertiges Produkt kauft, wird halt ganz, ganz selten selber gemischt. Meistens eher aus ideologischen Gründen. Dass derjenige, der das haben möchte, sagt, ich stehe mit dem Haus da, ich möchte das Material, wo ich draufstehe, einfach auch an den Wänden haben. Das ist der Hauptgrund, ja. Nicht so die Kostenfrage. Weil meistens ist es in Österreich so, dass die Leute eh keine Zeit haben. Das sind einige wenige, die viel Zeit haben. Die machen das dann auf jeden Fall so. So habe ich den Lehmputz auch kennengelernt, von diesen quasi Ökospinnen, diese paar, die es halt gegeben hat damals. Und heute ist es halt so, dass praktisch jeder kennt, was Lehmputz ist. Und der sich interessiert für Lehm, der kennt auch die Fähigkeiten. Thank you.